bitches. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Heute spielen wir die neue Map SG4 in der Weihnachtsvariante oder was auch immer. Und ja, die ist halt neu gerade. Wenn ihr das Video seht, ist sie wahrscheinlich nicht mehr neu oder ihr habt sie wahrscheinlich alle schon gespielt. Aber für die, die sie noch nicht gespielt haben, ihr seht ihr sie einmal. Es ist halt quasi SG4, nur quasi, ja, es ist Advanced SG4, kann man sagen. Also sie haben das Ganze komplett überarbeitet. Es ist immer noch quasi dasselbe Prinzip, also dieselben Themen, dieselben Gebäude, nur es ist halt alles ein bisschen anders gebaut und ein bisschen, ja, besser. Ja, das ist jetzt subjektiv, aber das ist jetzt objektiv, dass es besser ist, aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee auf jeden Fall. Ich hätte es aber eigentlich besser gefunden, wenn sie eine komplette Weihnachtsmap gemacht hätten, statt jetzt einfach nur eine Map zu überarbeiten und mit Schnee rüber zu klatschen. Vor allem außer den Schnee und den Weihnachtsbaum, den man da rechts sieht, hat die Map eigentlich nichts, was mit Weihnachten wirklich zu tun hat. Oh, ein Schwert. Oh, ja, jetzt kann ich endlich mal Leute am Spawn töten. Ja, und zwar hat der hier ein Schwert, den muss ich töten. Oh, oder eine Waffe hat er auf jeden Fall. Da ist noch jemand, den töte ich jetzt auch. Stirb. Wenn ich ihn kriegen würde. Komm, nice. Da habe ich mal wieder. Also ich klicke eigentlich relativ schnell mit der Maus, muss ich mal sagen. Also so mit der Zeit kann ich damit recht schnell klicken. Und dadurch habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass ich so richtig viel, richtig guten Ping habe. Weil ich halt relativ schnell klicke, wie gesagt. Und das hier fuckt mich auch richtig ab. Genauso wie den hier, weil da ist Schnee über der Leiter und da kann man halt nicht hochgehen. Oh. Okay, nice, den habe ich auch noch bekommen. So, jetzt ist das noch da, meine ich so. Okay, wir haben richtig krass Rüstung bekommen. Ich check nochmal hier den Spawn ab. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Weil hier zum Beispiel nice Essen. Oh, da ist noch gutes Zeug gewesen. Das brauche ich. Ja, okay, so bin ich auch nochmal mit. Alter, ich habe richtig gutes Essen eigentlich. Also das mit dem an Hunger sterben kann ich mir auf jeden Fall abschminken. Was man auf SG4 sonst ab und zu mal tut. Also nicht direkt an Hunger sterben, sondern halt wenig zu essen haben, nichts Gutes zu essen haben, sowas. Das ist ja ein Problem auf SG4, das man ab und zu hat. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus vom Stuff her. Und ja, also wie gesagt, die Map hier ist neu. Da hinten ist so ein komischer Streifen, da steht dann drauf, keine Ahnung, das sind 2x2 Lavaloch oder so. Also ich denke mal, das ist irgendwie ein Bug in der Map noch. Oder vielleicht war die Map auch gar nicht fertig, so wie man Hive kennt, weil die machen ja ab und zu mal unfertige Maps. Zum Beispiel diese Queer ist unfertig. Also gehe ich mal von aus. SG8 ist relativ unfertig und an sich relativ viele Maps sind unfertig. Oh ja, ich liebe es so schnell zu klicken, ne? Das ist so geil. Oh nein, da kommt jemand. Oh ne, doch nicht. Hä? Ich schwöre, ich dachte, da ist jemand. Okay, jetzt haben wir Vollrüstung, das ist doch auch nice. Ich habe aber echt gedacht, da ist jemand. Naja, egal. Also ich finde, keine Ahnung, die Map ist natürlich schön gebaut und so. Und hier ist sogar so ein Eis-Ding, wo man Eis laufen kann. aber keine Ahnung, ich finde halt die Idee, einfach SG4 neu zu, mehr oder weniger neu zu bauen. Es ist ja so halb neu gebaut, kann man sagen, weil die Idee und alles, was man ja für eine Map braucht, das gab es halt alles schon. Jetzt haben sie einfach Schnee rüber geklatscht, hier so ein Eislaufding hingemacht und da so ein Tannenbaum halt hingebatscht. Und ansonsten, ja, ist es halt SG4. Ja, keine Ahnung. Ist halt schön von Hive, dass sie so, ja, themenbezogene Maps halt, also jahreszeitbezogene, realitätsbezogene Sachen machen. Aber ich meine, einfach über eine Map Schnee klatschen und einen Weihnachtsbaum dahin tun, ist jetzt auch nicht so X-Miss-mäßig eigentlich. Naja, so, auf jeden Fall hatte ich heute eigentlich vor, ein bisschen über Stress zu reden, weil ich habe gerade ein wenig Stress. Also mehr als sonst. Und ich mache ja an sich relativ wenig Videos, deswegen interessiert euch das vielleicht. Und zwar haben wir jetzt so eine Klausurphase, wo man irgendwie so alle Klausuren schreibt. Also ich glaube, das kennt jeder von euch, dass man einfach vor den Ferien in den 2-3 Wochen davor einfach so ungefähr in jedem Fach eine Klausur schreibt, weil, keine Ahnung, das ist, passt halt so super zeitlich, dass man dann nach jeden Ferien halt ein neues Thema anfängt, so ungefähr. Oder glaube ich zumindest, dass die Lehrer das so machen. Die haben ja auch irgendwie so ein Kollegium, nein, das ist Curriculum. Nein, ich weiß nicht, wie es heißt, ich bin zu dämlich dazu. Ich finde, in Videos kommt es immer richtig dämlich, wenn Leute einfach nicht wissen, wie etwas heißt. Aber ich weiß es normalerweise, wie es heißt, das hatten wir schon relativ oft bekommen, auch von den Lehrern. Aber auf jeden Fall haben sie ja so einen Lehrplan, an den sie sich halten müssen, was sie halt lernen und wie viele Arbeiten sie schreiben müssen und sowas. Das ist ja alles vorgegeben. Und dementsprechend glaube ich, aber ich glaube trotzdem, dass Lehrer das ungefähr so machen, dass sie halt nach den Ferien immer mit einem neuen Thema anfangen und dann kurz davon Arbeit schreiben. Ist ja auch relativ verständlich eigentlich, passt ja auch zeitlich relativ gut. Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gerade so eine Phase in der Schule und deswegen habe ich so ein bisschen Schulstress und außerdem habe ich gerade mit der Fahrschule angefangen, beziehungsweise fange ich damit morgen an. Also ich nehme das Ganze hier am Montag gerade auf und
Am Dienstag werde ich dann meine erste Fahrstunde haben und die sind halt immer dienstags und donnerstags um 18:30 Uhr bis, keine Ahnung, halt bis um 20 Uhr oder so, glaube ich. Und dementsprechend ist es halt so, dass ich ja relativ wenig Zeit am Dienstag und Donnerstag habe aufzunehmen. Und am Montag bin ich sowieso immer richtig abgefuckt, weil Montag ist einfach der schlimmste Tag, deswegen da bin ich heute auch relativ abgefuckt eigentlich, weil ich hasse Montage einfach. Jeder hasst Montage. Oder die meisten zumindest. Und Mittwochs ist halt auch, ja, keine Ahnung, nicht so der geilste Tag für mich zum Aufnehmen, finde ich. Und von daher, keine Ahnung, bleibt in der Woche nicht mehr so viel über zum Aufnehmen, sondern eigentlich nur das Wochenende. Ich frage mich gerade, wo der Typ hin ist. Den wollte ich eigentlich klatschen, aber der hat ja anscheinend keinen Bock auf geklatscht zu werden. Naja, ist auch egal. Ich habe schon relativ viele Kills gemacht. Dann wäre die Runde halt schneller zu Ende. Vor allem hier ist einfach so ein Berg drauf. Auf dem Berg ist ein Berg. Kann man da irgendwie rein? Hier nicht. Ja. Naja. Zum Beispiel muss ich morgen ist ja Dienstag und da muss ich einfach, also bin ich den ganzen Tag AFK sozusagen. Also ich bin halt nach der Schule fahre ich dann relativ zügig oder relativ direkt nach der Schule fahre ich dann mir den Praktikumsplatz angucken, wo ich mein Praktikum machen muss, mein Pflegepraktikum, weil ich habe ja Gesundheit gewählt und dann müssen wir so ein Pflegepraktikum machen, also im Altenheim halt. Und da werde ich mir das mal anschauen, ja, wie das so ist. Und dann, ja, kann ich euch darüber ja was erzählen, wenn es euch interessiert, warum auch immer. Und danach habe ich dann halt, wie gesagt, Fahrstunde und ich weiß ja nicht, wie lange das Besichtigen da dauert. Beziehungsweise, ja, ob ich dann halt direkt zur Fahrstunde gehe danach oder eben nicht. Und ja, also es ist relativ stressig morgen auf jeden Fall und an sich die nächste Zeit wird jetzt ein bisschen stressiger und dann ist ja auch Weihnachten und ich denke mal, ihr verzeiht es mir, dass ich an Weihnachten nicht aufnehmen kann, weil, ja, keine Ahnung. Also am ersten, also am Weihnachten halt bin ich ja, also keine Ahnung, Familie und so ist ja klar, am zweiten Weihnachtstag bin ich auch noch mit der Familie gut bedient, kann man sagen. Und dann am zweiten Weihnachtstag habe ich dann aber, glaube ich, wieder Zeit zum Aufnehmen, rein theoretisch. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ganz passt. So von der, auch von der Ethik her, keine Ahnung. Aber eigentlich dürfte man das ja. Oh. Ja, das ist eigentlich voll die gute Idee gewesen. Glaube ich. Oh. Oh. Ich liebe diese Schnellklicken, ne? Ohne Spaß. Das Ding ist, ich bin ja nicht mal ein Ping-Player. Also ich bin wirklich kein Ping-Player. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber es stimmt einfach nicht, weil ich habe scheiß Internet und scheiß Ping auch. Also, okay, 60 ist jetzt für einige wahrscheinlich richtig gut, so für Araber und so. Obwohl echt die Araber gegen mich auch Ping-Player sind. Ich weiß noch, als ich damals in Commandos war, das war ja so ein Arab-Clan. Da haben wir immer so FFAs gemacht im Clan. Und dann meinten die ganze Zeit immer so, ja, okay, Erik ist ja German, Erik ist ja Deutscher halt. Und das wird richtig unfair, weil er hat wahrscheinlich dann den OP-Ping. Ich wurde einfach von den ganzen Arabs da zu Ping-Player, das war richtig krass. Aber mit diesem Schnellklicken, das geht eigentlich richtig klar. Ich mache nochmal eben Feuerzeug, weil ich kann mir eh kein Eisenschwert machen. Meine Hände zittern irgendwie übelst. Falls ihr euch fragt, auf was für eine DPI ich spiele, das ist. In Minecraft ist es Hyperspeed und auf der Maus ist es dann nochmal 3200. Also relativ schnell. Aber ist, glaube ich, auch ganz gut für PvP und so. Weil man halt relativ schnell sein Inventar sortieren kann und so weiter. Und ja, so, da hätten wir den Typen, der eben die ganze Zeit weglaufen ist. Den holen wir uns jetzt natürlich direkt mal. Das TNT von ihm war natürlich richtig godlike. Oh, okay, diese Schnellklinge hat natürlich nicht so gut geklappt. Ich habe auch eine Angel, warum benutze ich die nicht? Oh. Okay, nice. Ist da irgendwas bei, was wir brauchen? Ich glaube nicht. Vorne die zwei Noobs battlen sich jetzt auch noch. Oh, ich will aber unbedingt die Kill haben und. Nein, shit. Adibus beim W jetzt. Okay, habe ich noch? Weil ja, habe ich noch. Das dürfte der letzte sein, oder? Ja, auch nicht. Ach Gottchen. Na egal, den kriege ich auch noch. Der wird ja wohl scheiße low sein, denke ich mal. Ich weiß nicht, soll ich so fair sein und ihn raggen lassen? Eigentlich hätte ich Lust gegen ihn so einen richtig fairen Fight zu machen. Aber ich will mal gucken, wie schnell ich gegen. Ja, gegen ihn klicken kann, sozusagen. Oh, da hat es wieder geleckt. Ich habe aber so richtig komische Stand-Lags. Also hat man ja gerade gesehen, dass ich kurz geleckt habe. Und ja, keine Ahnung, wo das liegt. Ich habe nicht meine Minecraft-Einstellung einmal alle geändert. Für so ein Experiment mehr oder weniger. Und ja, jetzt habe ich die alle wieder. Jetzt habe ich sie alle so maximal wie es geht. Weil ich sie davor auf so schlecht wie es geht gemacht hatte. Und ja, jetzt seitdem ist es so, dass ich ab und zu so richtig komische Lags habe. Also ich so ein FPS-Lags, ist richtig schlimm. Ich hole mir hier nochmal den Pfeil. So.
Ich wollte mal was ausprobieren. Und zwar, es gibt so richtig viele Leute, die spannen so die Bogen an oder machen, machen sie das Feuerzeug auf dem Boden. Ich will das mal bei dem Team hier ausprobieren, weil das ziemlich cool ist eigentlich. Ich überlege dann halt, ob ich mein Feuerzeug lieber nach da pack, weil das ist ja relativ cool eigentlich. Und ja, keine Ahnung, auf der 1 ist ja irgendwie nicht so krass. Ich probiere das jetzt mal aus. Werde ich jetzt das essen? Vor allem mit dem Essen wäre es dann auch cool, da könnte ich das auch instant so machen. Ich probiere mal. Okay, komm, komm her. Komm her. Komm doch her, Mann. Soll herkommen. Ich spiele jetzt einfach die ganze Zeit den Bogen an. Okay, das ist nichts. Ich mach's auf die 1 wieder. Ja, wie man es gewohnt ist, ne? Boah. Ich dürfte ihn eigentlich haben. Oh Gott, das war es nochmal knapp geworden. Naja. Scheißegal, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Runde so weit gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr nichts dagegen habt, dass ich jetzt so ein bisschen Stress habe. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ihr jetzt mal vielleicht ein paar Tage kennt. Okay, ist bei mir eigentlich immer so. Aber wie gesagt, ich habe jetzt halt ein bisschen mehr Stress als normalerweise. Aber ich denke, das ist alles noch ganz klärchen. Dazu würde ich sagen, hoffe ich, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch einfach mal Hashtag Klicks in die Kommentare. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe es irgendwie im Moment mit meinem Schnellklicken. Macht irgendwie voll viel Fun und auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video, wie gesagt, so weit gefallen hat. Hashtag Klicks und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren Runde. Vielleicht dann ja auch mal ein bisschen nach dem Praktikumsdingsbums, da kann ich euch da vielleicht was drüber erzählen, falls euch das interessiert. Ansonsten Themenvorschläge in die Kommentare, wie bin ich jetzt hier raufgekommen. Ist auch egal, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich blablabla. Schwanz im Mund. So, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video so weit gefallen hat. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao.